Wir fahren heute mit dem Ballon Panorama Magique. Panorama Magique. Ich glaube, so wird es ausgesprochen. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Video hier aus dem Disney Village. Wir fahren heute mit dem Ballon Panorama Magique, ich muss es ablesen, Zungenbrecher. Und ja, wir wollen mal die Aussicht genießen von oben. Ich bin sehr gespannt, das ist ja tatsächlich hat ein neues Design bekommen, eine andere Farbe. Vorher war ja rot, jetzt ist er blau. Ein Ticket kostet hier 18 Euro für Erwachsene, 12 Euro für Kinder und Babys sind gratis. Und hier habt ihr die Öffnungszeiten auch vom Ballon. Und hier ist auch gerade, ob er fliegen kann oder nicht. Wir sind gerade so noch zwischen 0 und 10 Personen dürfen gerade mitfahren. Und falls ihr euch fragt, wo dieser Ballon steht, das ist das Disney Village. Und ihr müsst einmal komplett durch das Village durchlaufen. Hier direkt am Lake Disney. Doch, von 0 bis 10 Personen dürfen gerade. Ja. Aber schau mal. Es ist schon ein bisschen windig, aber die steigen doch da gerade ein. Die steigen gerade aus. Da sind doch gerade Leute eingestiegen. Naja, auf jeden Fall findet ihr den Ballon hier am Lake Disney, an den Eingängen zu den Hotels. Guck da, da siehst du. Man kann sich ja noch ein Souvenir mitnehmen von dem Ballon, und zwar einmal einen Pin, aber der mit dem alten Design noch, in rot-gelb und der Tinkerbell drauf und einen Schlüsselanhänger, der leuchtet, glaube ich, wahrscheinlich. Also, nee, sieht man aber nicht, was drauf ist. Beides 6 Euro. Es gibt tatsächlich Jahreskartenrabatt. Mit der Infinity-Jahreskarte bekommt ihr 25%. Das heißt, wir haben jetzt 13,50 Euro bezahlt. Finde ich dann jetzt tatsächlich in Ordnung. Mit der Kommunikation, Englisch und so scheitert es hier ein bisschen. Aber egal, wir haben unsere Tickets und jetzt geht's auf den Ballon. Bonjour. Thank you. Ja, nur mit uns vier. Anscheinend. Ich gehe in den Schatten. Das ist verteilt. Ja, ich muss aber meine Sachen ablegen. Ich mal durch. Okay. Bleib mal da, Ecke. Wuhu! Das ist genau Brinas Ding. Mein Gott. Ja, ihr bekommt hier. Es ist eine wackelige Angelegenheit. Also ihr bekommt hier einen guten Ausblick auf das Newport Bay, auf die Sequoia Lodge, Hotel New York und ganz hinten, mache ich gleich mal eine Nahaufnahme, ich weiß nicht, ob wir heute hoch genug kommen, können wir das Schloss sehen. Bei mir geht der Zoom gerade von meiner Kamera nicht, irgendwie ist es blau, ich weiß auch nicht, warum. Wir gehen auch schon wieder runter. Ja, das hinten seht ihr das Schloss, ich kann euch mal ein Bild einblenden, was ich gerade gemacht habe. Irgendwie meine Kamera nicht so gut. Das war jetzt schön, einmal gemacht. Da ist der Tower of Terror. Da hinten sieht man Arendelle. Also ich finde, die Aussicht sieht super schön aus. Wir sind gerade im Landeanflug, aber... Oh, yeah, yeah.
bisschen in Schräglage. Ui, ui, ui. Also die Geräusche. Wir sind natürlich auch nur zu viert gefahren. Oh. Wir sind unten. Wir haben überlebt. Es war heute eine sehr windige Angelegenheit und ich konnte euch tatsächlich nicht so gut mit meinem Super Zoom zeigen, weil irgendwie meine Kamera blau war. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Aber ja, wir sind angekommen und können wieder raus. Thank you. So, das war kurz, aber witzig. Also ich habe bei sowas ja gar keine Angst, aber es war schon sehr windig. Aber man kriegt auch eine schöne Aussicht auf den Arendelle-Bereich. Ich konnte nicht gucken. Brina konnte nicht gucken. Ja, und wir waren tatsächlich die letzte Fahrt. Weil ihr seht, der Ballon bewegt sich sehr krass hin und her. Also hier könnt ihr mal sehen. Wie gesagt, ich glaube, normalerweise ist man auch ein bisschen länger oben. Aber es war heute extrem windig und ich glaube tatsächlich, es geht auch noch einen Ticken höher. Aber die Wetterbedingungen heute in der Luft waren nicht die besten. Trotzdem hat es Spaß gemacht. Und jetzt fährt tatsächlich auch keiner mehr. Ich hoffe, der kleine Einblick hier in die Ballonfahrt hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben. Also ich wollte mich gerade verabschieden, da ging mein Akku leer. Also ich hoffe, das Video zu unserer wilden Ballonfahrt hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!